Okay, also ich fange mal an. Ich will uns mal vorstellen, also den Vortrag halten jetzt der Stefan und ich. Stefan steht hier. Das ist ja so eine Techie- und Nerd-Veranstaltung. Da bin ich ja genau der richtige Redner, weil ich bin eigentlich so eine Marketingmaschine und Verkaufsphilosoph. Sagen wir mal so, also ich habe nichts mit der Nerd-Technik zu tun und Programmieren. Nichtsdestotrotz bin ich aber eigentlich ein visionärer Typ, der eher an seine Visionen glaubt und auch ganz hart darauf hinarbeitet, dass die Visionen wahr werden. Und wie gesagt, ich habe vorhin am Ende des Vortrags gemeint, dass die Russen unser Produkt bauen wollen, und zwar genau die Firma, die die Teile für die ISS gebaut hat. Das fand ich sehr lustig, weil da war ich gerade letzte Woche, passt zu einem Vortrag. Ich fange jetzt mal an. Es geht darum, wir sind eine Karlsruher Company, ein kleines Startup, noch kleines Startup. Wir haben uns gegründet 2010 war so die ersten Ideen vom Stefan, aus so einem kleinen Spielzeug, aus diesen kleinen Drohnen, die ja jeder kennt. Mittlerweile ist es ja mit Drone Races und so weiter richtig fliegende Nerd-Plattformen, wo man richtig geile Sachen mitmachen kann. Damals war halt die Idee, warum baut man sowas nicht in groß, und in vielen Diskussionsforen, auch im Internet von irgendwelchen Modellbauern zu diesem Thema, jeder hat gesagt, das wird nicht funktionieren. Da wir eben nicht vom Modellbau kommen und auch nicht aus dieser, auch aus der Luftfahrt, haben wir das einfach ganz anders betrachtet und haben gesagt, okay, wir haben es einfach ingenieurstechnisch betrachtet, was muss man tun, um sowas wirklich groß zu bauen. Und da haben wir halt festgestellt, also gerade der Stefan und der Thomas, ein Physiker, dass ein paar Komponenten, die es jetzt mittlerweile schon gibt, noch ein Tick effizienter entwickelt werden müssen, und dann müsste das hinhauen. Und damit haben wir angefangen, und da fange ich jetzt auch mal mit dem Vortrag an. Und das sind Bilder, die kennt fast vielleicht jeder, davon gehen wir mal aus. Und zwar, wir haben 2011 mit unserem ersten Testträger hier in Rheinstetten war das, also direkt am Eblesee, haben wir diesen historischen Erstflug gemacht, mit dem VC1 haben wir den damals so genannt. Und da waren wir wirklich weltweit die Ersten, die bemannt elektrisch senkrecht abgehoben sind, mit einem Senkrechtstarter. Das ist eigentlich schon wirklich auch eine historische Tat in der Luftfahrt. Wir haben das Ende 2011 gemacht, und letztes Jahr sind jetzt einige Projekte sichtbar geworden, wo auch irgendwelche Studenten in Holland zum Beispiel auch sowas gebaut haben, geflogen sind. Und die sind eigentlich alle so für uns sichtbar etwa auf dem Niveau, was wir 2011 schon gemacht haben. Was haben wir seit 2011 gemacht? Wir haben einen Zweisitzer entwickelt und haben diesen zur Zulassung getrieben. Und das, was man jetzt sieht, sind jetzt schon Tests, die man für eine Zulassung vom Luftfahrgerät machen muss, also für einen Hubschrauber. Also einerseits war das jetzt, das Fahrwerk muss getestet werden. Da wird mit einem gewissen Gewicht, mit einer Mehrfachen von der Gewichtslast wird es halt fallen gelassen. Das Fahrwerk muss halten, das muss auch die Piloten schützen. Also da geht es um eine Zulassung als bemanntes Luftfahrgerät. Dann hat man noch gesehen den Ausschusstest vom Rettungsgerät. Da gibt es auch gewisse Testverfahren, die man durchlaufen muss. Das heißt, wenn das Gerät irgendwie nicht mehr fliegt, kann man dann am Hebel ziehen, da schießt oben eine Rakete raus und das ganze Gerät geht am Rettungsschirm runter. Man kann als Pilot und Passagier ganz gemütlich drin sitzen bleiben. Das haben wir dann die letzten 4 Jahre haben wir eigentlich von diesem ersten Prototypen uns wirklich vorangearbeitet und haben neben, dass wir eine Struktur aus Carbon entwickelt haben und einen Prototypen gebaut haben, vor allem auch die komplette Elektrik und Elektronik auf sehr hohem Niveau entwickelt. Und unser Anspann war da halt, dass es so sicher ist, dass man halt viele Komponenten verlieren kann. Der Vorteil ist, dass man sowas halt unbemannt testen kann. Das heißt, wir haben letztes Jahr viele unbemannte Testflüge gemacht, leider am Seil festgebunden, weil die Behörden hier in Karlsruhe, das Regierungspräsidium, ein bisschen unflexibel ist. Und der Vorteil ist, dass wir bei diesen Testflügen also wirklich sehr viele Ausfallszenarien im Flug getestet haben. Das heißt, wir haben Steuerplatinen abgeschalten, wir haben falsche Sensorwerte eingespielt,
Wir haben Motorcontroller ausgeschalten, wir haben Batterien ausgeschalten und auch in stärkeren Turbulenzen geflogen. Das hat er also alles prima gemacht. Und dann haben wir natürlich sehr aufwendige Testverfahren, Dokumentation, Bürokratie und haben dann im Februar dann die Zulassung bekommen. Das heißt, wir dürfen mit dem Volocopter jetzt deutschlandweit mit rumfliegen, was eigentlich die ganze Welt so ein bisschen in der Luftfahrt schockiert hat. Wie schaffen die das in Deutschland, in so einem Land, eine Zulassung zu bekommen für eine Technik, die eigentlich noch keiner kennt? Und jetzt sieht man, das war jetzt Ende März, haben wir dann den ersten bemannten Flug gemacht. Was man dabei dann schön sieht, dass unser Ziel, das wir auch hatten, einerseits, dass es sehr sicher ist, das haben wir in der Zulassung ja bewiesen, aber dass es eigentlich von jedem Idioten eigentlich zu fliegen ist. Also Idiots foolproof, full easy, weil der Dümmste steigt ja ein und fliegt, das bin ich. Gewicht kann er auch tragen, sieht man auch an mir, ich bin eigentlich zwei Piloten. Aber es ist so, dass der so intuitiv zu steuern ist, dass man es eigentlich fast gar nicht erklären muss. Also vor, zurück, links, rechts, das Gerät macht das gleiche wie der Joystick und rauf, runter gehen nur mit dem Daumen, mehr ist es nicht. Und wenn man vorwärts fliegt und dann noch der Joystick dreht, fliegt er die Kurve. Und vielleicht kommt jetzt ein bisschen Ton der Szene. Naja, da war jetzt Ton eingeblendet, dass man auch hört, wie sich das anhört. Also man sieht wirklich nur, dass ich nur den Daumen nach oben drücke und wenn ich die Höhe habe, wo ich will, lasse ich den schnalzen und dann kann ich auch loslassen und das Gerät fliegt halt wie angenagelt in der Luft. Also Hubschrauberfliegen ist extremst kompliziert. Das ist eigentlich wie ein Profi-Schlagzeuger. Alle, beide Hände, beide Beine müssen immer voll konzentriert arbeiten und auch unsynchron. Er braucht viel Übung. Und also jetzt sieht man in der Szene auch, jetzt fliege ich gleich erstmal noch ein Stück. Jetzt fliege ich nochmal ein Stück raus zur Landebahn. Man sieht, dass ich dann auch den Volocopter zu meiner Bodencrew drehe. Das sind eigentlich die Jungs, die es auch programmiert haben und auf deren Arbeit ich mich da verlassen habe. Jetzt sieht man das gleich beim Drehen von ihnen. Also ich gucke, wo stehen die Jungs. Also ihr seht es, ich mache nur so. Ja, jetzt sieht man gleich hier, wie so ein Teil des Technik-Schemes, also vor allem gerade die Hardcore-Jungs, die das alles verwirklicht haben hier hinten. Und dann gebe ich den Applaus, lasse den Knüppel los und das Ding fliegt an und frei weiter. Und das ist also mit dem Hubschrauber zum Beispiel nicht möglich. Im Endeffekt ist es ein autonom fliegendes Gerät. Ich meine, wer die ganzen Drohnen kennt, ihr kennt die alle. Kann man super viel dran rumprogrammieren und tolle Sachen machen. Für uns war halt die Aufgabe, das mit einer Hand mit dem Joystick fliegen zu können. Also von mir kam die Idee eigentlich auch, dass ein Querschnittsgelähmter, der noch eine Hand bedienen kann, das Ding fliegen kann. Das war eigentlich die Vorgabe. Und wir versuchen halt eben in den aktuellen bestehenden Gesetzmäßigkeiten dieses Gerät zuzulassen. Das heißt, weil da braucht man Piloten. Also autonomes Fliegen, da ist noch ein ganzes Stück bis hin, bis es dafür irgendwelche Regeln gibt. Das heißt, wir haben uns halt so ein bisschen an den Hubschraubern orientiert, haben die ganze Komplexität in der Mechanik mit diesen ganzen verstellbaren Rotorblättern und Getriebeboxen und was es da alles gibt. Das ist eine irrsinnige Mechanik. Die haben wir ja voll in die Elektronik reingesteckt und haben halt wirklich ein sehr hochredundantes System entwickelt. Der Stefan wird nachher über die Technik berichten, wie das aussieht. Und also sind unter anderem, ich habe es mal gezählt, bei 136 Mikroprozessoren sind mir keine weiteren mehr eingefallen, aber sicher gibt es noch zwei, drei mehr. Es sind also fast 140 Mikroprozessoren verbaut im ganzen Flieger. Und für jeden gibt es halt eine eigene Software. Ne? Oder klar, 18 Motorcontroller, die haben die gleiche Software, aber es gibt viele unterschiedliche Komponenten, die alle halt eine eigene Software brauchen. Und vor allem müssen die alle miteinander ordentlich zusammenarbeiten. Also Datenfusion ist auch ein ganz großes Thema bei uns. Also eigentlich haben wir die Komplexität des Hubschraubers aus der Mechanik halt in die Elektronik, in die Software gesteckt. Jetzt sieht man, wie ich lande. Drücke ich auch noch einen Hebel nach unten und er landet automatisch und setzt soft auf. Da fragen uns auch viele, wie habt ihr das umgesetzt? Also jetzt gerade auch in der
Hubschrauberbranche, weil das Landen ist natürlich eine sehr heikle Geschichte, weil man ja im Bodeneffekt, Bodeneffekt heißt, ich mache mal ganz kurz Stopp. Also aerodynamisch passiert im Bodeneffekt, dass da die Luft am Boden ja wieder abgestoßen wird, da entstehen Verwirbelungen und in diesem Bodeneffekt, Hubschrauber, wenn die starten, entsteht so ein starres Luftkissen und die slippen dann von diesem Luftkissen runter, wenn die Piloten nicht richtig aufpassen. Also es ist eine relativ komplizierte Sache aerodynamisch und alle denken, weil wir so soft aufsetzen, dass wir das irgendwie mit Radar oder mit Ultraschall oder mit irgendwelchen Sensoren messen, wie weit wir vom Boden sind und dann über die Algorithmen des Geräts landen lassen. Aber die Sache ist eine ganz andere. Wir benutzen da gar keine Sensoren, weil die können ja auch unter irgendwelchen Umständen nicht funktionieren, sei es Staub, sei es Luftfeuchtigkeit, sei es Nebel oder was, sondern wir analysieren den Luftdruck in diesem Downwash und wenn das Gerät merkt, es kommt in den Downwash, dann fängt es an, einfach ganz langsam sich abzusenken. Und das heißt, da sind wir auch total unabhängig von irgendwelchen äußeren Einflüssen, was so ein Sensor da beeinflussen kann. Jetzt kommt das, was wir in der Zukunft so ein bisschen vorhaben. Am Anfang hier ein Einsitzer, der so ein bisschen wie ein Motorrad zu fliegen ist. Ist eigentlich mehr so ein Spaß, den wir uns irgendwann mal erlauben, wenn wir wirklich groß sind. Weil das ist kein wirklicher Business Case. Den brauchen wir halt, wenn wir wirklich viel Geld benutzen, um was zu bauen. Sondern vor allem hier der Viersitzer. Da sehen wir eine große Zukunft drin, eben halt in Shuttle-Flügen. Und vor allem später, wenn es dann mal unbemannt ist, dass man da einfach mehr Personen transportieren kann. Das ist ja jetzt zum Beispiel so ein Klappsystem, das wir entwickeln werden. Das ist so ein Vorschau, dass man den halt einfach auch relativ entspannt auf einen Hänger transportieren kann und auch transportieren kann. Das heißt, der nächste Prototyp, den wir jetzt gerade aufsetzen, der nächstes Jahr fertig werden soll oder wird, wir wollen gleich drei bauen, soll dieses System schon drin sein. Das ist ja jetzt noch eine andere Vision. Wenn wir jetzt mal einen Viersitzer zum Beispiel zertifiziert haben in der Luftfahrt, das ist ziemlich kompliziert und aufwendig, werden wir auch große Schwerlastdrohnen entwickeln und bauen können, weil die werden die gleichen Zulassungsbedingungen haben wie bemannte Luftfahrgeräte in der Größe und wir haben dann halt schon was Zugelassenes in der Art und können das relativ schnell dann auch zulassen als ein unbemanntes Luftfahrgerät. Sowas im Moment rein von den Behörden überhaupt nicht möglich. Das ist was, wovon wir auch hauptsächlich sprechen. Und zwar, das ist jetzt ein Video, der wurde beim Schweizer Klimagipfel letztes Jahr gezeigt. Den haben gar nicht wir produziert, sondern da habe ich die Abschlussrede gehalten. Da haben die das als Eingangsvideo produziert für meine Rede. Und da haben die halt analysiert, dass man, wenn man den Verkehr in 50 Meter über die Autobahn bringt mit solchen Geräten, dass man dann keine weiteren Straßen bauen braucht oder weitere Spuren braucht. Und allein die Kosten für die Infrastruktur von Straßen, Brücken, Tunnel, das sind Milliarden, die man da sparen kann in solchen Systemen. Ja. Und das war für uns natürlich sehr lustig, weil ich zwei Tage, bevor ich da zu der Veranstaltung hin bin, um die Rede zu halten, haben die uns ein Video zugespielt und haben gesagt, so jetzt haben sie eigentlich die große Vision, die wir eigentlich im Hinterkopf haben, worauf wir eigentlich hinarbeiten, hat jetzt natürlich schon sowas wie das Land Schweiz eigentlich selbst aufgegriffen. Das heißt, wir treten nicht an, um einfach irgendwelche zweisitzigen Spaßhubschrauber für den Sportpiloten zu entwickeln. Das ist unser erster Schritt, dass wir in einem Rechtsrahmen, der jetzt schon existiert, wirklich auch Umsätze machen können und zeigen können, dass es sicher ist. Aber unsere Vision ist wirklich, wir gehen davon aus oder wir arbeiten hart darauf hin, dass der Nahverkehr wirklich in die dritte Dimension gehen kann. Und dann gehen wir eigentlich auch nicht davon aus, dass die Geräte irgendjemand gehört, sondern dass es eigentlich eine Art Share-Modell ist oder öffentliches Verkehrsmittel oder so ein Uber mit einem Uber-Service die Geräte geordert werden können und das ist das, worauf wir stark hinarbeiten. Dann, ja, zum Abschluss haben wir noch so ein paar 3D-Animationen, wie dann sowas aussehen kann, wenn die in irgendwelchen Städten der Welt rumfliegen. Also das ist das, wo man dann nachher auch in der Fragestellung drauf hinarbeiten können. Also wenn ihr bei der Fragerunde nachher, was sind denn so die Visionen, wo kann es denn hingehen mit sowas? Also es geht jetzt eigentlich nicht darum, einen zweisitzigen Hubschrauber zu präsentieren, sondern einfach auch sagen, okay, da könnte die Mobilität der Zukunft hingehen.
Gut, jetzt würde ich sagen, jetzt macht der Stefan mal ein bisschen den technischen Teil. Hallo Stefan. Hallo, ja, danke Alex. Ich muss kurz meine Präsentation starten. Wo ist sie denn? Hier. Oh, ganz böse, ganz böse. Das ist das Video, was von außen kommt. So. Ja, ich bin also, wie der Alex schon gesagt hat, einer der drei Mitgründer von Evolo. Wir haben 2010 uns kennengelernt und ganz aktuell diese Woche gibt es einen Artikel im Spiegel über unser Projekt. Wer also den Spiegel liest, kann das aber auch nochmal nachlesen. Ja, was ist eigentlich der Unterschied? Was unterscheidet uns von einem klassischen Hubschrauber? Wie man hier sieht, das ist der Rotorkopf einer Bo 105. Man sieht hier viele mechanische Teile. Das ist sogar schon ein fortgeschrittener Hubschrauber in dem Sinne, dass da keine Gelenke mehr dran sind. Also diese, was hier aussieht wie Gelenke, das sind eigentlich nur Anschlussteile. Die sind nicht beweglich, sondern die Blatthälse sind in dem Fall beweglich. Das müssen sie auch sein, sonst würde nämlich der Rotor einfach brechen. Und trotzdem sieht man hier noch solche Stangen, die sogenannten Steuerstangen. Und darunter sitzt diese sogenannte Taumelscheibe, die wird quergestellt und dann kann in jeder Umdrehung des Rotorkopfes können die Blätter in ihrem Anstellwinkel verstellt werden. Und dadurch wird dann in Summe die ganze Rotorebene gekippt, was dem Hubschrauber eben auch die Seit- und Vorwärtsbewegung ermöglicht. Zum Aufsteigen werden die Blätter alle gemeinsam im Blattwinkel geändert, sodass dann eben mehr Auftrieb entsteht. Aber wie man schon sieht, es sind halt sehr viele mechanische Teile verbaut. Das ist ja nur der Rotorkopf, darunter sitzt natürlich noch ein Getriebe und der eigentliche Antrieb, also die Turbine oder auch der Kolbenmotor. Das sieht man ja heute ja seltener. Und hinten, das kennt ja jeder, gibt es den Heckrotor, weil sonst würde ja durch das erzeugte Drehmoment der ganze Hubschrauber sich drehen. Also wir haben eine hohe Komplexität hier drin. Verbrennungsmotoren sind sehr ineffizient, weiß man ja. Und diese mechanischen Teile müssen auch ständig gewartet werden. Also ein Hubschrauberpilot hat mal gesagt, nach einem Jahr ist da nichts mehr dran, was vorher dran war. Also ganz stimmt das glaube ich nicht, aber es wird sehr häufig, also die Teile haben alle eine bestimmte Lebensdauer und dann müssen die zwangsweise getauscht werden. Volocopter, ich habe ja vorhin in der Halle oder draußen glaube ich auch schon Quadrocopter gesehen und so weiter. Also die sind hier mit Sicherheit bekannt. Wir haben hier eben Elektromotoren. An jedem Propeller sitzt ein Elektromotor mit einer starren Achse. Kein Getriebe, keine Blattverstellung. Was sich hier ändert, ist die Drehzahl. Also beim Hubschrauber ist die Drehzahl relativ konstant. Aber der Blattwinkel wird geändert, bei uns genau umgekehrt. Die Drehzahl wird ständig geändert und der Blattwinkel ist konstant. Dadurch, dass wir Elektromotoren verwenden, haben wir auch einfach eine höhere Energieeffizienz. Und das Einzige, was da gewartet werden müsste, sind im Prinzip die Kugellager in den Elektromotoren. Wer ein Auto hat, der weiß, dass er seine Kugellager in den Rädern wahrscheinlich noch nie getauscht hat. Also die sind sehr langlebig, ist eigentlich keine Wartung zu erwarten. Ganz interessant, die ersten Drehflügler waren gar keine Hubschrauber, sondern auch solche Multirotorgeräte. Ein Franzose namens Michel hat schon vor etwa 100 Jahren solche Geräte gebaut und auch geflogen. Leider ist halt durch die damals verfügbare Technik kein vernünftiges Steuern möglich gewesen. Das hat dann erst der Herr Sikorsky, ein Russe, der in die USA ausgewandert ist, in den 1930er Jahren ungefähr entwickelt. Da sieht man auch schon, da ist schon die heute immer noch verwendete Technik verbaut, also sprich da oben Taumelscheibe und der Heckrotor, das ist, hat sich überhaupt nichts geändert seit 70, 80 Jahren. Schon interessant, aber das ist ein allgemeines Problem in der Luftfahrt. Also der Alex hat vorhin schon gesagt, wir kommen nicht aus der Luftfahrt und jeder, der in der Luftfahrt, also aus der Luftfahrt kommt, mit uns spricht, die sagen alle, wenn ihr aus der Luftfahrt gekommen wärt, ihr hättet niemals dieses Projekt angefangen.
weil ihr überall nur Probleme gesehen hättet. Ja, wir haben es aber gemacht und das haben wir vorhin schon im Video gesehen. Der Thomas, der heute nicht hier ist, der hat dann damals diesen ersten Testträger mit dem Hüpfball drunter hier in Karlsruhe geflogen. Wir hatten uns kennengelernt in, ich habe hier Quadrocopter-Forum stehen, also wahrscheinlich kennen es viele, Mikrocopter. Das war im Jahr 2010. Da gab es bereits einen Thread. Was müsste man denn tun, um so ein Gerät mal in groß zu bauen? Viele haben das nicht so wirklich ernst gemeint, aber wir haben es schon ernst gemeint. Sind dann auch irgendwann rausgegangen aus dem Forum, weil wir da gemerkt haben, dass die uns gar nicht ernst nehmen. Ja, wir haben mal überlegt, was brauchen wir denn, um so ein Gerät in groß zu bauen? Zunächst mal ist ja klar, wie viel Schub müssen wir zeigen? Ist ja klar, Schwerkraft, also das Gewicht. So viel Schub brauchen wir. Ein entscheidender Faktor dabei ist die Größe der Rotorstrahlfläche. Also das sieht man in vielen anderen Projekten oder auch vielen Zeichnungen und 3D-Animationen oder Grafiken. Da sind oft die Rotorflächen winzig. Da komme ich gleich noch dazu. Aus diesen beiden ergibt sich dann der Leistungs- und dadurch auch natürlich der Energiebedarf. Hier ist so eine kleine Formel dazu. Also das ist praktisch P, die Leistung. Dieses 1 durch Zeta ist der Gütegrad vom Propeller. Der liegt so in der Regel, je nach Größe und Ausführung, so etwa bei 60, also 0,6, 60%. 70% ist schon gut. Bei sehr großen Hubschraubern schafft man auch 80. Das ist aber dann wirklich sehr gut. Schub ist hier kubisch dargestellt, wie man sieht, und die Fläche unter dem Bruch und das Ganze unter der Wurzel. Also so kann man die Leistung am idealen Rotor berechnen, noch den Gütegrad drauf, dann kriegt man in etwa, also so über den Daumen, mal einen ganz guten Anhaltspunkt, wie viel Leistung man etwa braucht. Es gab von der Firma Sikorsky, also wir haben vorhin den Herrn Sikorsky gesehen, der den ersten Hubschrauber entwickelt hat. Die Firma Sikorsky ist heute immer noch einer der größten Hubschrauberhersteller der Welt und hat einen Preis ausgelobt, wer es schafft, also mit Muskelkraft, ich glaube 90 Sekunden waren es, in der Luft zu bleiben, der gewinnt diesen Preis. Das haben dann in den letzten, ich weiß nicht genau, 15 Jahren viele Studentengruppen versucht. Es gab mehrere Projekte und tatsächlich geschafft haben es dann Kanadier. Ich glaube, die kommen aus Toronto, bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube. Schade, dass wir jetzt keinen Ton haben. Übrigens. Naja. Also, man sieht hier, das ist ein riesiger Quadrocopter, also vier Rotoren, der eine ganze Turnhalle ausfüllt. Und da sitzt nur einer in der Mitte und strampelt. Der ist natürlich gut durchtrainiert. Also man muss, hier habe ich 500 Watt hingeschrieben, das ist schon eine ganze Menge. Also wer das mal versucht, der wird sich wundern, wie wenig man da zusammenkriegt. Ist natürlich absoluter Leichtbau. Man sieht es mit vielen Seilen und Gestängen. Da sind auch in anderen Versuchen, glaube ich, die mal auseinandergebrochen. Auf jeden Fall, die haben es dann tatsächlich geschafft. Das ist noch gar nicht lange her. Vor 2 Jahren, glaube ich, war das. Und der strampelt da wie ein Verrückter. War natürlich große Freude, dass sie das dann geschafft haben. Na gut, also man sieht, ist möglich. Und woran liegt das? Die Rotorfläche ist riesig. Ja, man muss, was braucht man, um Auftrieb zu erzeugen? Also für einen Hubschrauber, das Entscheidende ist der Impuls. M mal V, wer ein bisschen Physik kennt, M mal V. Die Energie, die ich dazu brauche, ist aber M mal V Quadrat. Das heißt, je größer die Geschwindigkeit, das geht dann quadratisch rauf. Das heißt, ich will lieber viel Luft wenig beschleunigen, als wenig Luft viel beschleunigen. Das ist der Trick. Und jetzt gucken wir mal ans andere Ende des Spektrums. Es gibt auch so kleine Rucksack, Jetpacks nennen die sich. Ist ja jetzt auch groß in der Presse gewesen. Also diese Firma Martin Jetpack aus Neuseeland sind die, glaube ich, die haben jetzt gerade dieses Anfang dieses Jahres verschiedene von ihren Geräten nach Dubai verkauft, weil die dann mit diesen riesen Hochhäusern, die es da gibt, die Feuerwehr da hochfliegen oder was weiß ich, was die da machen. Ich habe jetzt kein Video und Ton geht ja sowieso nicht, aber jedenfalls, wenn man das mal hört, das ist unglaublich laut, dieses Ding. Also es ist unfassbar. Ja, was haben wir dann überlegt? Also die Rotorfläche muss groß sein. Wie viele Rotoren brauchen wir denn? Ein Ansatz für mich war, wir nehmen einen Kreis,
um einen Kreis passen einfach geometrisch 6 Kreise drumherum. Hexakopter, sieht man ja auch viel, macht einfach Sinn, weil die Fläche gut ausgenutzt ist. So, wenn jetzt einer ausfällt, dann habe ich quasi einen Öffnungswinkel von 120 Grad. Das funktioniert noch, im Zweifel auch nicht so gut, aber es funktioniert. De facto, das ist jetzt hier nicht dargestellt, die Rotoren, also es sind immer die Hälfte der Rotoren dreht rechts rum, die andere Hälfte links rum, weil ich muss ja das erzeugte Drehmoment ausgleichen. Also faktisch fallen mir eigentlich 2 Rotoren aus. Mit dem Öffnungswinkel, das kann noch funktionieren und auch mit den 4 Rotoren, wenn ich Glück habe, schaffe ich das noch zu fliegen. Aber wenn noch einer ausfällt, dann ist es also wirklich vorbei. Und da haben wir gedacht, nein, das ist zu wenig, wir brauchen mehr. Ich glaube, wenn man in diesem Forum da, was ich da vorhin gezeigt habe, nachschaut, da habe ich mal was von 150 gesprochen, also mea culpa, na gut. Kann man auch machen, gibt es auch ein Projekt inzwischen, hat, glaube ich, ein Engländer gemacht. Sieht ziemlich wild aus, aber es funktioniert auch. Jedenfalls dachte ich, na gut, die nächste Möglichkeit, um die Fläche gut auszunutzen, ist einfach aus der Geometrie so nochmal 12 Rotoren drumherum und dann kriegt man eben diese 18. Wir werden ja immer gefragt, warum habt ihr denn um Gottes Willen so viele Rotoren? Das ist der Grund. Jetzt hat man, wenn das ist jetzt so aufgebaut, dass da immer 3 Stück an einem Arm hängen, also wenn so ein Arm ausfallen würde, dann hätte man jetzt einen Öffnungswinkel von 90 Grad und hätte quasi noch einen Quadrocopter, der ja bekanntlich sehr gut fliegt. Nächste Frage war, wie schaffen wir das, eine Zulassung zu erhalten? Die Prozesse für eine kommerzielle Zulassung sind extrem aufwendig. Also da geht es gar nicht so sehr um Vorgaben, was muss ich machen technisch, sondern es geht eher darum, lückenlos zu dokumentieren, welche Idee habe ich gehabt, warum habe ich diese Idee verworfen, warum habe ich diesen Weg eingeschlagen. Und das bricht sich halt dann runter bis in jede Schraube. Warum habe ich die genommen? Dieses Material ist sehr aufwendig. Ein einfacher Weg, den man gehen kann, also es gibt in Deutschland die Möglichkeit, eine Experimentalzulassung zu erwirken. Das ist gar nicht mal so schwierig. Es gibt auch eine Vereinigung, die Oskar-Ursinus-Vereinigung, die OUV, die kümmern sich um sowas. Die helfen einem dabei. Die haben uns auch angesprochen am Anfang. Aber das mit diesem Experimental, das Problem ist, man darf es dann nicht vervielfältigen. Also man darf nur genau dieses eine bauen und dann nie wieder. Das wollten wir natürlich nicht. Also die andere Möglichkeit ist, ein sogenanntes ultraleichtes Flugrad zu bauen. Denn hier sind die Zulassungsanforderungen wesentlich geringer. Einschränkung ist, es darf in Summe mit Mann und Maus an Bord 450 Kilo, also Abfluggewicht 450 Kilo. Gibt ein paar Ausnahmen. Das ist auch gar keine deutsche Idee, sondern das ist europäisch geregelt. Die Luftfahrt ist ja in Europa von der EASA kontrolliert und geregelt. Und die sagen, alles, was unterhalb von 600 Kilo ist, das machen nicht wir, nicht Europa, sondern das machen die Nationalstaaten. In Deutschland heißt es eben ultraleicht. Ja, genau. Nächste Einschränkung ist, es dürfen maximal 2 Personen an Bord sein. Das habe ich schon gesagt, 450 Kilo. Also gut, jetzt nehmen wir mal 2 Personen an. Da hat man so etwa 150 bis 170 Kilo. Darf man da annehmen? In dem Fall natürlich nicht, aber davon gehen wir jetzt mal aus. Die Struktur haben wir dann mal so überschlagen und haben auch mit Experten gesprochen. 100 Kilo. Da bleiben 100 Kilo braucht man einfach für die 18 Antriebe, Kabel, was wir da alles an Elektronik drin haben und so weiter. Sitze, ganz banale Sachen. So, da bleiben halt am Ende 100 Kilogramm für einen Akku übrig. Das klingt erstmal viel. So, die Energiedichte. Ich glaube, ein Bleiakku hat so etwa 90 Wattstunden pro Kilogramm. Die Lithium basierten Akkus, die können heute schon, also ich habe jetzt mal 200 Wattstunden pro Kilogramm hingeschrieben, also das ist schon ganz gut. Vor allem das Problem ist, man kann halt nicht viel Energie mitnehmen und gleichzeitig erwarten, dass man diese Energie auch sehr schnell wieder rauskriegt aus diesem Akku. Denn wenn man das tut, dann wird er sehr heiß. Da gibt es also praktisch immer eine Abwägung zwischen viel Energie mitnehmen und die dann langsam rausholen oder weniger Energie mitnehmen und die dann schneller rausholen können. Also da muss man eben gucken, wie das für einen gut passt.
Also wenn ich 100 Kilogramm annehme und diese 200 Wattstunden pro Kilogramm, dann hätte ich 20 Kilowattstunden Energie dabei. Wir brauchen im Schwebezustand so etwa 45 bis 50 Kilowatt Leistung, die der Leistungsbedarf ist aber wie beim Hubschrauber auch, also wenn der Hubschrauber anfängt nach vorne zu fliegen, dann fliegt er sozusagen aus seinem eigenen Wirbel raus und das ist aerodynamisch viel günstiger, deswegen geht der Leistungsbedarf im Vorwärtsflug, also wenn man jetzt eine Kurve hätte, hier aufgetragen die Fluggeschwindigkeit und die Leistung nach oben, dann würde die Leistung erstmal runtergehen. Ist bei jedem Hubschrauber so, vielleicht hat man das schon mal gesehen, die starten fast immer mit Vorwärtsfahrt, weil so ist es eigentlich dumm. Also, Leistung geht runter, dann kommt aber irgendwann ein Punkt, wo einfach der Fahrtwind, also der Luftwiderstand so groß wird, dass man dann anfangen muss, den zu überwinden und dann geht die Leistung wieder rauf. Also rein rechnerisch ist es bei uns so, dass wir bei etwa 70 km/h dieselbe Leistung brauchen wie im Schweben. Also in Wirklichkeit, wir haben es jetzt noch nicht erflogen, da sind wir gerade dabei, aber wir denken, dass es, ich habe jetzt 40 Kilowatt hier hingeschrieben als untere Schranke, ist wahrscheinlich sogar noch ein bisschen weniger. Ja, also dann kommt man je nach Flugzustand auf Flugzeiten zwischen 20 und 30 Minuten. Ist nicht so berauschend, aber immerhin. Kurz noch ein Wort, wie funktioniert überhaupt so eine Flugsteuerung? Das ist eine sehr allgemeine Darstellung, also im Detail ist es ein bisschen komplizierter und auch speziell bei uns ein bisschen anders gemacht. Aber im Wesentlichen, ich fange es mal auf der rechten Seite an, beziehungsweise in der Mitte, Entschuldigung. Es gibt zwei PID-Regler, also Proportional, Integral, Differentialregler. Der innere ist dafür zuständig, die Drehrate nach Vorgabe zu halten. Also wenn ich sage, dreh dich nicht, dann versucht er das. Wenn ich ihm sage, dreh dich mit einer gewissen Winkelgeschwindigkeit, dann wird er das tun. Das ist auch das, was ein Hubschrauber im Prinzip macht. Also der wird sich von alleine immer anfangen, irgendwann wegzudrehen und dann muss ich halt dagegen halten. Das ist praktisch dieser innere Regler. Und der äußere Regler, der sagt, nein, ich will einen gewissen Winkel haben und wenn der Sollwinkel vom Istwinkel abweicht, dann wird er dem inneren Regler sagen, so, jetzt musst du dich aber in eine bestimmte Richtung drehen, um meinen Winkel wieder herzustellen, den ich dir vorgebe. So, da kommt eben ich habe übrigens, fällt mir gerade auf, vergessen, das ist natürlich, die Hochachse ist hier nicht dargestellt, da will ich auch kein Beschleunigungsmesser haben, sondern ein Kompass auf der linken Seite, aber sei es drum, ist vom Prinzip her identisch und dann berechne ich eben einen Drehmoment, ich möchte mich ja drehen, also sage ich, ich möchte jetzt irgendeine Kraft da einleiten, um einen Drehmoment zu erzeugen und dieser Pfeil, der hier ist, da ist eben die Magic drin, wie übersetze ich das jetzt in die Motordrehzahlen, die machen mir ja den Schub am Ende und die Kraft. Üblicherweise ist das relativ starr, diese Zuordnung über Matrizen oder über eine Matrix. Bei uns ist das ganz anders gemacht. Wir können also Lastwechsel oder auch wenn ein Motor ausfällt, können wir das dynamisch anpassen. Also da ist ein Algorithmus am Werk, der quasi adaptiv ständig überwacht, ob die Physik noch das tut, was sie soll. Und wenn ich zum Beispiel, wenn der Alex sich jetzt auf dem linken Pilotensitz plötzlich auf den rechten Pilotensitz setzen würde, dann würde die Flugsteuerung das automatisch anpassen. Ja, ein ganz wesentlicher Punkt ist natürlich, für ein bemanntes Fluggerät sollte besser nicht runterfallen. Wie haben wir das gelöst? Wir haben gesagt, wir wollen alle Komponenten mehrfach haben, damit einfach, wenn ein oder mehrere ausfallen, das ganze Gerät trotzdem noch fliegt. Also im Wesentlichen ist es eine eine Vermeidung von einem Punkt, in dem, wenn der ausfällt, dass dann das ganze Gerät nicht mehr fliegen kann. Zunächst mal haben wir natürlich diese 18 Motoren. Das heißt, theoretisch könnten da, glaube ich, 6 ungefähr ausfallen. Dann kann man immer noch schweben. Es können auch noch mehr ausfallen, dann kann man halt sehr langsam sinken. Ungünstig wäre natürlich, wenn die alle auf einer Seite ausfallen, dann geht es nämlich nicht mehr. Also diese Frage kann man nicht so pauschal beantworten. Wir haben 9 komplett unabhängige Akkusysteme.
die also elektrisch völlig getrennt sind und davon von jeder Akku versorgt dann zwei Antriebe, die jeweils auf der gegenüberliegenden Seite liegen. Wir haben drei zusätzliche Akkus, die die Bordelektronik versorgen. Auch drei Flugsteuerungseinheiten, die völlig unabhängig funktionieren, die sich aber gegenseitig ihre Daten zuschieben und überwachen. Wir haben, jetzt kommt so ein Knotenpunkt, jetzt, wir haben nur einen Joystick. Also wenn der mechanisch abbrechen würde, schlecht. Aber dieser Joystick ist an jeder Achse, also wir haben ja vorwärts, rückwärts, rechts, links, dann noch die Drehung um die Hochachse und dann haben wir noch am Daumen so einen kleinen Joystick. Und jede dieser Achsen ist mit zwei redundanten Hall-Sensoren ausgestattet, die auch, und diese Signale gehen an zwei getrennte Signalverarbeitungseinheiten. So, und alle diese Komponenten schicken ihre Daten in ein Datennetzwerk. Das heißt, der Volocopter ist eigentlich ein großes fliegendes Netz, Datennetz. Und da wir ja sehr starke elektromagnetische Felder haben, unter anderem, ich komme aus der Netzwerktechnik, da war mir relativ schnell klar, wir sollten das vielleicht über optische Fasern übertragen, denn die sind völlig also da kann man keine Störeinflüsse einbringen. Und das Ganze ist so aufgebaut, dass, jetzt sieht man hier so verschiedene gelbe Knoten. Jede Komponente in unserem System ist ein so ein Knoten. Jeder Knoten hat zwei Sende- und zwei Empfangseinheiten, die dann jeweils mit den rechts, links und oben und drunter liegenden Nachbarn verbunden sind. Das hat den Vorteil, das ist ähnlich wie im Transputer, da sind ja die einzelnen CPUs auch so verbunden, dass man eben auch bei Ausfall von vielen immer noch in der Regel viele Pfade hat, über die man zum Beispiel von links unten nach rechts oben kommunizieren kann. Hier sieht man mal eine reale Aufnahme. Das ist jetzt die Schnauze von innen gesehen. Da sieht man also diese schwarzen Kästen mit jeweils vier Steckern. Zwei blaue, zwei graue. Das sind halt jeweils die Sende- und Empfangspfade. Man sieht es ein bisschen schlecht, glaube ich, oder kann man es gut erkennen? Naja. Also jedenfalls, da sind die optischen Fasern dran. Das ist kein Glas, sondern Plastikfaser. Die sind wesentlich dicker, ungefähr einen Millimeter Durchmesser. Der Vorteil ist einfach gegenüber Glas. Glasfaser zu verarbeiten, zu konfektionieren, Stecker dran zu machen oder auch Verbinder, was auch immer, ist sehr aufwendig. Die müssen also ganz gerade geschliffen sein. Und mit diesen Plastikfasern kann man im Wesentlichen, gibt es so spezielle Zangen, dann schneidet man die ab, Stecker dran, fertig. Funktioniert einwandfrei. Was sehen wir hier noch? Ja, also das sind, wir haben im Moment, wir wussten am Anfang nicht so ganz genau, wie viele Datenkomponenten, also wie viele externe Peripheriekomponenten wir da anschließen wollen. Deswegen haben wir da ein paar, zu viele von denen verbaut, also die man hier vorne sieht, die sind teilweise eigentlich ohne Funktion. Wir könnten aber zum Beispiel hier noch Bodenabstandsradar einbauen. Hier rechts oben sieht man so einen schwarzen Kasten, das ist noch ein zusätzlicher GPS-Empfänger. Ja, was braucht der Pilot? Der Pilot will natürlich den Zustand seines Systems kennen. Und die Idee dahinter war, man soll auf einen Blick, man guckt auf das Display und sieht auf einen Blick, alles ist in Ordnung. Wie schafft man das? Wenn man sich die meisten Displays, die man sich anschaut, die es in dem Bereich zu kaufen gibt, die haben in der Regel irgendeinen Balken zur Darstellung irgendeiner Systeminformation und dieser Balken ist in der Regel grün, orange und rot eingefärbt. Und irgendwo ist halt der Zeiger drauf. Das Problem ist, wenn ich einen ganzen Bildschirm voll habe mit diesen Ampelfarben, dann weiß ich auf den ersten Blick nicht, was da los ist. Dazu kommt noch, na gut, da komme ich gleich dazu. Also die Idee war, wir nehmen genau zwei Farben. Die Farbe 1 sagt, alles in Ordnung. Die Farbe 2 sagt, da ist irgendwas nicht in Ordnung, da musst du mal genauer hingucken. Problem dahinter, nicht unviele Menschen sind farbenfehlsichtig. Farbenblind sagt man in der Umgangssprache. Zum Beispiel sind ungefähr 10% der Männer haben eine Rot-Grün-Sehschwäche, die können also Rot und Grün nicht auseinanderhalten. Jetzt fragt man sich, was ist denn das für ein Blödsinn? Warum haben Ampeln Rot und Grün? Es gibt in Australien tatsächlich eine Stadt, da sind die Ampeln mit anderen Farben bestückt.
Aber ich habe dann viel recherchiert. Es gibt von der NASA schöne Untersuchungen darüber. Also blau und orange können fast alle Menschen auseinanderhalten, mit einem gewissen Grünanteil. Welche Plattform wollten wir für das Display im Cockpit? Naja, also irgendwas, was wir kennen. Ich komme halt auch aus der Software. Irgendein PC, ein Laptop, ein Tablet, was auch immer. Mit einem beliebigen Betriebssystem im Grunde. Da hat sich dann angeboten, dieses Qt-Framework zu benutzen. Ich komme halt so eher aus der Kerntreiberwelt. Ich bin eigentlich ein C-Programmierer, kann auch C++, aber das mit dem QML, das war mir dann ein bisschen, damals zumindest, habe ich das erstmal nicht gemacht. Heute würde ich es machen. Und wie ist dieses Display angebunden? Naja, ich sagte ja schon, alle Komponenten sind im Netzwerk eingebunden und es ist jetzt nicht so, dass Komponente A nach Komponente Z sagt, ich möchte jetzt Daten von A nach Z schicken, sondern alle Daten werden grundsätzlich geflutet. Das heißt, jeder kennt alles. Das hat den Vorteil, dass man keine Routen suchen muss, sondern jedes Datum wird einfach an alle verteilt und derjenige, der es braucht oder diejenigen, die es brauchen, die benutzen es und die anderen ignorieren es eben einfach. Das Display ist dann eben auch so ein Knoten. So sieht es dann aus. Das haben wir auch vorhin im Film schon gesehen. So sieht es im Moment aus, muss man sagen. Also jetzt sieht man schon alles blau, wunderbar. Brauche ich gar nicht weiter hingucken. Jetzt haben wir da mal richtig reingeladen und siehe da, plötzlich sieht man schon am Schub, dass die, also ich habe da so Zonen eingeteilt. Die schwarze Zone ist quasi die gute. Dann kommt hoppla, jetzt ist schon mal irgendwas nicht mehr so gut. Und wo es dann gestreift wird, da ist es dann, sollte man tunlichst gucken, dass man runterkommt. Auch gestreifte Darstellung ist nochmal zur Unterscheidung. Hier will man also schon sehr nah am maximalen Schub arbeiten. Das will man natürlich nicht, denn wenn dann was ausfällt, kann man nicht so gut weiterfliegen. Und so sieht es dann aus, wenn einzelne Komponenten, jetzt ist schon alles abgeschaltet, also die Motoren sind aus und die Flugsteuerung ist aus, nur noch die Bordelektrik, also die Versorgung ist da und da dieser künstliche Horizont. Ja, das hat der Alex vorhin schon gezeigt, wir haben da oben, das ist jetzt hier in dem Teil diese blaue Hutze, diese braune Hutze da oben, da ist also der Rettungsfallschirm drin, das ist in den Ultraleichtflugzeugen generell vorgeschrieben. Und zwar ganz ausdrücklich in den Flugzeugen, denn in den Hubschraubern geht es ja nicht. Bisschen schwierig, wenn man da einen Fallschirm nach oben abschießt. Dann interessant ist dabei aber, dass das auch genauso in der europäischen Verordnung steht. Und jetzt kamen wir und dann gab es große Fragezeichen. Ja, müssen die, dürfen die? Denn der Witz ist, wenn man einen Fallschirm dabei hat, dann darf man auch schwerer sein. Da sind sie sich bis heute uneinig, wie sie das handhaben sollen. Also, wir sagen natürlich, klar, also ist halt ein Fehler in der Verordnung, aber das Luftfahrtbundesamt ist da ein bisschen anderer Meinung, naja. Da sieht man mal unsere Ladestation und auch die Akkus. 9 Stück, in der Mitte 5, an den Seiten jeweils 2. Links da dieses Ladeterminal, da sind 9 Ladegeräte drin, natürlich, weil ja jeder Akku seinen eigenen Lader braucht und hier ganz unten links sieht man so ein schwarzes Kabel, das ist also ein 380 Volt Drehstromanschluss, den wir da aufs Flugfeld rausgezogen haben. Ja, ist gar nicht so unaufwendig, das Ganze. Man sieht ja auch die vielen Kabel, die da dran sind. Ist natürlich ein Prototyp. Man sieht auch ganz rechts zum Beispiel, da sind auch wieder diese schwarzen Kästen, ist ein bisschen unscharf hier auf dem Bild, da sind wieder diese optischen Anschlüsse dran. Denn jeder einzelne Akku ist auch wieder ein Netzwerkteilnehmer. Ja, wie der Alex schon gezeigt hat, es fliegt sich sehr leicht, also man muss eigentlich nichts tun. Wenn man loslässt, bleibt halt einfach stehen. Solange man GPS hat, wenn man kein GPS hat, würde er dann langsam wegdriften. Aber jedenfalls ist auch bei den Zulassungsbehörden bis heute so ein bisschen, die sind sich nicht so ganz einig. Ja, was muss denn der Pilot jetzt eigentlich können? Also unser Zulasser, der ist ein freundlicher Mensch, der sagt immer, naja, der muss ein iPad bedienen können. Aber da sind wir noch dran. Es ist auch so, dass die ultraleichten Hubschrauber zum Beispiel, die gibt es noch gar nicht in Deutschland. Die sind nicht zugelassen. Die haben dann
aus Zufall oder nicht, ziemlich zeitgenau mit uns auch ein Erprobungsprogramm gestartet zur Einrichtung einer Luftfahrtklasse. Also das hat der Alex, glaube ich, gar nicht gesagt. Wir arbeiten also nicht nur an der Zulassung, sondern wir müssen ja erstmal eine Luftfahrtklasse schaffen, weil die wissen ja gar nicht, wo sie uns hinstecken sollen. Und die unterleichten Hubschrauber haben das eben auch. Die sind jetzt sogar schon fertig. Das Problem dabei ist, es ist ein Gesetz und das muss durch den Bundestag und das kann halt mal ein halbes oder ganzes Jahr dauern. Ja, das war's. Ich glaube, wir haben jetzt ziemlich genau 5 Jahre gebraucht, bis wir diese Zulassung, also vom ersten Moment, wo wir die Bauteile, die ersten Komponenten eingekauft haben und angefangen haben, diesen Hüpfball da zusammenzuschrauben, bis heute ziemlich genau 5 Jahre gebraucht. Wir sind auf allen Veranstaltungen dieser Welt eingeladen. Alex war ja gerade in Moskau. Der Florian, der heute nicht hier ist, der war in den USA, in Silicon Valley. Die wollen alle mit uns sprechen. Und es ist schon verrückt, weil ich sage immer, hat man mal so eine blöde Idee und dann das. Also ist natürlich toll auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch wahnsinnig viel Arbeit. Und wir arbeiten auch sehr eng mit Partnern in München zusammen, die auch große Teile an der Flugsteuerung gemacht haben. Die sind bei uns Gesellschafter und sind Anfang des Jahres, wir wussten es nicht, von Intel gekauft worden. Jetzt sind wir also, haben wir auch noch Intel mit drin. Da tut sich also so einiges und wir wären heute wahrscheinlich nicht hier, weil ich wohne auch gerade hier ein paar Straßen weiter. Da mache ich das natürlich gerne, aber wir kriegen so viele Einladungen, es ist wirklich unglaublich. Das ist einerseits toll, auf der anderen Seite wahnsinnig anstrengend. Danke. Ja, ich will jetzt noch so kurz so ein bisschen wieder von der Technik abschweifen. Also einerseits, klar, wir arbeiten hart mit auf der Behördenseite. Das heißt, wir müssen uns da wirklich auch dem annehmen, was da existiert und dem ganzen Wahnsinn der Bürokratie und der Bedürfnisse und der Anforderungen. Das heißt, wie gesagt, eine eigene Luftklasse, Fahrtklasse zu schaffen und so weiter, das ist alles sehr anstrengend. Aber wir sind auch ein Startup. Das heißt, wir sind jetzt auch angewiesen, wie kriegen wir denn Geld zusammen. Und das ist vielleicht auch mal ganz interessant. Ihr wollt ja vielleicht oder seid teilweise ja schon selbstständig oder wollt euch auch selbstständig machen. Ich meine, ihr seid ja alles Leute, die richtig was drauf haben. Und da werden sicher einige gute Firmen entstehen mit euch oder sind, wie gesagt, schon. Also wie schafft man das, jetzt zum Beispiel ein Verkehrsministerium dazu hinzukriegen, eine eigene Luftfahrtklasse einzurichten für sowas Freakiges oder ein Wirtschaftsministerium dazu zu kriegen, denen Geld zu geben. Und da bin ich da ein bisschen kreativ und ich schaffe das, ich tue einfach die zwei Behörden gegeneinander ausspielen. Das heißt, wir kriegen vom Wirtschaftsministerium Geld mit dem Anspruch, dass wir dann Umsatz machen nachher in einer eigenen Luftfahrtklasse, weil irgendeine Unterbehörde gesagt hat, wir würden das machen. Und dann genehmigen uns das und dann muss plötzlich die Luftfahrtbehörde die Klasse schaffen, weil das Wirtschaftsministerium hat Geld dafür gegeben. Ja? Also, und der Weg dahin ist halt einfach sehr anstrengend, aber man muss kreativ sein. Also das Wirtschaftsministerium wollte uns das Geld nicht geben. Dann habe ich mit dem Finanzminister von Frankreich Kontakt aufgenommen mit dem sein Büro und die haben uns dann gesagt, ja, ihr kriegt 30 Millionen und wenn euch im Elsass ansiedelt, das war einfach von irgendwelchen Leuten, das wurde, habe ich so ein bisschen provoziert in den Anschreiben, die wollten eher unsere Technik klauen, wie dass sie uns unterstützen wollen, aber genau das E-Mail, wo es sich so anhören würde, sie würden uns nach Frankreich ziehen, viel Geld geben, hat gereicht, um halt hier in Karlsruhe den Bundestagsabgeordneten der FDP, der damals im Wirtschaftsministerium ja war, der FDP, der Wirtschaftsminister, dazu genötigt hat, mit uns alarmmäßig zum Rössler zu fahren, damals Wirtschaftsminister, und sagt, die wollen nach Frankreich, tu doch da was, ja. Also wie gesagt, wir hatten nie die Absicht, nach Frankreich zu gehen. Ich hatte es wirklich geschafft, mit geschicktem E-Mail-Verkehr die Franzosen dazu zu nötigen, eine E-Mail zu schreiben, wo sie uns irgendwie alles Mögliche versprechen. Und das hat gereicht, um mit dem Alarmzug hier von Karlsruhe mit dem Bundestagabgeordneten beim Wirtschaftsminister zu sitzen und der dann wieder der Behörde, die uns das Fördergeld nicht geben wollte und abgelehnt hat, die dann doch wieder zugesagt hat. Und dann war dann das Verkehrsministerium da, scheiße, jetzt müssen wir auch noch eine Luftfahrtklasse schaffen. Also wie gesagt, seid kreativ, lasst euch drauf ein, was die Behörden von euch wollen und arbeitet eigentlich mit denen ihre Methoden gegen die und dann kommt ihr auch weiter. Das ist auch mal nochmal so eine Aussage.
Ja, was wollen wir noch erzählen? Wir haben noch ein bisschen Zeit zum Vortrag, bevor ihr Fragen stellen dürft. Ja. Also was ich noch erzählen wollte, also wie gesagt, die Vision, die Mobilität in die dritte Dimension zu kriegen. Wir haben die schon länger, also wir sind nicht angetreten, wie gesagt, habe ich vorhin schon erzählt, einfach nur einen Hubschrauber zu bauen, sondern wir glauben wirklich, dass mit der Technik in dem Bereich, wo sie sinnvoll ist, das heißt mit so einer Technik, ohne Flügel, die Auftrieb erzeugen, kann man nicht wirklich schnell fliegen. Also das Schnellfliegen ist jetzt nicht so eine Sache für einen Hubschrauber, aber im Nahdistanzbereich kann man da sehr viel machen und wir haben halt wahnsinnige Verkehrsprobleme in den großen Städten, also teilweise kann man da gar keine Straßen mehr bauen. Und das ist halt unsere Vision, da eine Mobilitätslösung anzubieten. Und das Schöne ist, der Stefan hat ja gesagt, wir werden da ja eingeladen überall. Die NASA hat jetzt gerade eine riesen Studie gemacht. Wir sind auch bei etlichen Workshops immer eingeladen. Wir arbeiten da mit denen zusammen. Da haben die ermittelt, dass sie das Verkehrsgas im Silicon Valley wirklich mit 250, glaube ich, waren es Hubschrauberlandeplätze, diese auch wirklich, die haben im ganzen Valley überall eingezeichnet. Oder sogar ermittelt, da kann ich einen Hubschrauberlandeplatz reinbauen. Wirklich mit der Analyse bei dem Wind und Turbulenzen und in dem Winkel, da kann man landen. Da haben die wirklich 250 Plätze gefunden, validiert und haben dann simuliert, wie viele Fluggeräte man bräuchte, um dieses Verkehrschaos im Silicon Valley mit solchen Fluggeräten zu beheben, ohne jetzt zu sagen, wir haben jetzt schon ein Fluggerät, das das kann. Und das Witzige dabei ist, dass da halt 850 Fluggeräte dabei rauskamen, die im Schnitt 1,4 Personen tragen müssen. Das haben also wirklich eine aufwendige und witzigerweise steht dann auch drin, dass es so Leute wie wir schon können. Und das ist natürlich, wenn die NASA dann schon solche Studien macht und uns dann halt als die nennt, die das könnten, das ist für uns natürlich ein wahnsinniger Erfolg mit dieser Technik, an die wir glauben. Und wie gesagt, wir sind gerade dabei, ein größeres Investment aufzunehmen. Das heißt, wir haben ja uns immer wieder vorangehangelt mit irgendwelchen Schritten. Wir haben ja auch mal Crowdfunding gemacht, waren da auch sehr erfolgreich. Und mit dem nächsten Schritt, wo wir jetzt halt Geld aufnehmen, wollen wir wirklich von 10 Mann wirklich eine High-Glass-Bude hinstellen, wo wir wirklich solche Technologien für die Zukunft entwickeln. Das heißt, wir wollen jetzt uns einfach mal mit einem zweistelligen Millionenbetrag dann auch wirklich mal aufstellen, dass wir die nächsten 3-4 Jahre richtig Gas geben können. Und wenn bei euch irgendjemand dabei ist, der zum Beispiel Leistungselektronik programmieren richtig fit ist, solche Leute brauchen, also könnt ihr euch auch bei uns melden. Ja, du noch was? Ansonsten? Dann würde ich jetzt in die Fragerunde übergehen und da, wie nennt man das bei euch? Der Gulaschschlepper? Oh, hi. Wie lange dauert ein Ladezyklus? Jetzt. Ja, bei diesem Akku, den wir da im Moment gesehen haben, der braucht, wenn er wirklich ganz leer wäre, was man ja nie macht, weil man wird ja nicht ganz leer fliegen, aber jedenfalls ungefähr 2 Stunden. Aber da gibt es... Die Frage war, gibt es eine Schnelllademöglichkeit? Also ich habe vorhin schon gesagt, dass man zwischen Energiedichte und Leistungsdichte immer eine Abwägung machen muss. Und das dritte Element ist eben die Schnellladefähigkeit. Ist eine Frage, wie also generell Akkus wollen gern gut behandelt werden. Und wenn man sie halt sehr schnell entlädt und lädt, das mögen die nicht so gerne. Auch es kommt darauf an, wie tief man sie entlädt und wie hoch man sie lädt. Das ist eine Abwägung, die muss man eben vornehmen. Also wenn ich sage, na gut, mir reichen 300 Zyklen, dann kann ich ihn halt auch sehr schnell laden, klar. Aber dann muss ich halt nach 300 Flügen oder ja, muss ich praktisch den Akku wechseln. Kann man machen. Ist übrigens ganz interessant, weil diese 200 Wattstunden, die ich da vorhin dargestellt habe, wir hatten vor 5 Jahren natürlich noch gedacht, na gut, also in 5 Jahren pff, ist ja überhaupt alles kein Problem mehr. Da gibt es ja Akkus, da kann ich ja 3 Stunden fliegen. So ist es überhaupt nicht. Also es hat sich kaum was getan, zumindest nicht an der Energiedichte. Die ist ungefähr gleich geblieben, ein bisschen besser geworden. Was allerdings viel besser geworden ist, ist die Leistungsdichte. Das heißt, ich kann heute schneller, also mehr Leistung rausholen aus demselben Akku, oder aus demselben Akkugewicht, sage ich mal genauer, und ohne dass der Akku geschädigt wird. Also Innenwiderstand ist ein großes Thema.
Denn die Verlustleistung ist ja bekanntlich quadratisch mit dem Strom. Und mal Innenwiderstand, und wenn der halt hoch ist, und so war es früher, dann wird es halt auch sehr heiß. Wir haben mit dem, wir hatten vorher ein anderes Akkusystem. Das hatte viel mehr Energie drin, aber ist sehr, sehr heiß geworden. Das heißt, wir haben eigentlich einen großen Heizofen gebaut und die mehr Energie, die wir dabei hatten, einfach verheizt. Keine gute Idee. Hallo, wie laut ist es denn für den Piloten, wenn man da sitzt und fliegt? Ja, das haben wir noch gar nicht gesagt. Also der Pilot bin ich. Der Pilot. Also von der Lautstärke her. Der Pilot. Ja, wir kakern uns auch immer im Büro. wie die zwei Jungs von der Sesamstraße. Nee, Lautstärke ist, wenn man mal einen Hubschrauber hat starten sehen aus der Nähe, ist es erschreckend leise. Also ich fliege auch Tragschrauber, auch in andere Geräte. Also wir sitzen wirklich 20 Meter davon und fliegen damit autonom durch die Gegend und man kann sich ganz entspannt unterhalten. Also die Lautstärke ist sehr moderat. Was aber viel mehr ausmacht wie die Lautstärke, ist auch die akustische Signatur. Das heißt, die Frequenzen, die entstehen. Das ist ein sehr angenehmer Ton im Gegensatz zum Hubschrauber, der sehr nervig ist. Und wir werden in den nächsten Wochen zum Beispiel ein Battle veranstalten. Würdet ihr das sagen? Wir sagen, wir machen Testflüge. R22, das ist der meistverkaufteste Hubschrauber auf der Welt, ist auch ein Zweisitzer, gegen den Volocopter. Das heißt, wir machen identische Flüge und messen genau und können dann sagen, wir sind so und so viel leiser wie jetzt ein Hubschrauber. Und das ist auch einer der Hauptfaktoren. Also die sehen alle nicht, das kann man einfach fliegen und autonom fliegen. Das kriegt man irgendwann später auch mit einem Hubschrauber hin. Man kann auch Mechanik mit Stellmotoren und was weiß ich was versorgen, dass die auch autonom fliegen können. Aber die Lautstärke ist halt ein wahnsinniger Faktor und wir sind halt wirklich sehr, sehr leise. Und das dafür würde dann halt auch sagen, okay, für ein Mobilitätskonzept, wo viele umfliegen, ist das halt eigentlich fast der entscheidende Faktor, die Lautstärke. Und das ist immer sehr gut. Ja, also der Florian habe ich ja gerade erwähnt, der kam gerade wieder aus den USA zurück. Das Thema Nummer eins ist wirklich der Lärm in der Fliegerei. Denn überall, wo Flugbewegungen stattfinden, gibt es auch Leute, die sich beschweren über diese Flugbewegungen. Es ist im Moment, habt ihr das jetzt nicht mitbekommen, ich weiß nicht, wer hier aus der Region ist oder aus Karlsruhe, normalerweise hier direkt nebendran ist ja ein Krankenhaus und da ist auch einer der ersten, seit 40 Jahren inzwischen, einer der ersten Hubschrauber, Rettungshubschrauber in Deutschland stationiert, der fliegt normalerweise hier ständig drüber. Im Moment ist da eine große Baustelle, deswegen hört man das nicht, aber das ist schon laut, es ist einfach laut. Und wenn man dann neben dem Volocopter steht, ich habe vorhin diesen Spiegelartikel erwähnt, da ist auch ein QR-Code zu einem Video, von dem Autor, wie der nämlich auf dem Stuhl sitzt und in 20 Meter Entfernung oder 30 Meter Entfernung sich mit dem Alex unterhält und den Volocopter fernsteuert. Also es ist wirklich, kann man überhaupt nicht vergleichen mit dem Hubschrauber. Es ist viel, viel, viel leiser. Hi. Hier. Ich könnte mir vorstellen, dass für eure Gesamtvision diese 20 bis 30 Minuten eigentlich noch nicht so richtig ausreichend sind. Was haltet ihr denn für realistisch? Wo wollt ihr denn oder wo müsste es hingehen, damit man wirklich sowas, was ihr vorhin vorgerechnet habt, San Francisco oder sowas, dass man sagt, okay, jetzt kann man das realistisch tatsächlich umsetzen. Ich meine, ihr habt jetzt da nicht so viel Einfluss wahrscheinlich auf die Akkuentwicklung. Ich weiß nicht, ob ihr da mit Tesla auch in Verbindung steht oder was. Ich glaube, die sind ja so ein bisschen Vorreiter. Aber wo wollt ihr denn da ungefähr hinkommen? Also vom Einsatzzweck her, für zum Beispiel Shuttle-Flüge im urbanen Bereich, würden die jetzt schon fast taugen, wenn man ein sehr geschicktes Wechselakkusystem hat. Also da sind Flüge meistens nicht länger wie 5 bis 10 Minuten. Das heißt, da könnten wir relativ schnell schon gewisse, sag mal, Probleme lösen mit einem Akkuflieger. Wann jetzt die Energiequelle kommt, die sehr lange hält, man wartet ja immer auf irgendeinen Quantensprung in der Technologie. Aber wir sind ähnlich wie die Automobilindustrie, das heißt für Einsätze, die weiter sind, werden wir auch jetzt parallel dazu ein Hybridsystem aufbauen und dann halt auch einen Hybridflieger anbieten, wo man dann mindestens mal 1,5 Stunden oder so fliegen kann. Oder wenn man alleine fliegt, noch mit mehr Sprit länger. Ist immer das Problem, solange wir in dieser 450 Kilo Klasse drin sind, haben wir es leicht mit den Regulatoren. Aber schwierig halt, solche Sachen wie Batterien und Hybrid so einzubringen, dass wir länger fliegen können. Aber wie gesagt, mit der jetzigen Technik, die wir in dem nächsten Prototyp verbauen, gehen wir davon aus, dass wir 30 Minuten mit den Akkus schon fliegen können. Und das ist für viele, viele Einsatzzwecke schon ausreichend. Und das werden dann auch schon Wechselakkus werden, die man in 5 Minuten wechseln kann.
Also man muss auch, wir waren ja selbst überrascht, es ging eigentlich sehr schnell los, dass wir dann also seit 5 Jahren quasi überrannt werden von weltweit von Anfragen. Es gibt die unglaublichsten Anwendungen, da denkt man im Leben nicht dran. Wir reden natürlich über bemannte Luftfahrt, es gibt aber gerade im Moment sehr große Bewegungen auch im unbemannten Bereich. Also das Wort Drohne mögen wir nicht so gerne, weil das immer so ein bisschen nach Militär riecht. Also unbemannte Anwendungen, gerade zum Beispiel im sogenannten Präzisionslandwirtschaft, in der Präzisionslandwirtschaft, wo man heute zwar auch mit Fluggeräten die Felder besprüht, aber das macht man sehr großflächig, sozusagen mit der Gießkanne. Und viel besser wäre, man würde zunächst mal mit Sensorik den Bewuchs erfassen und dann sehr gezielt die Düngemittel ausbringen oder auch Pestizide, würde ich jetzt nicht so befürworten, aber gut. Jedenfalls könnte man da große Summen sparen und es gibt da, in diesem Bereich gibt es unglaublich Bewegung im Moment. Also da werden wir ständig drauf angesprochen. Unser Fokus liegt halt auf bemannt, aber wir könnten, das hat der Alex ja vorhin im Film auch gezeigt, wir könnten natürlich sofort das Cockpit wegschrauben und da auch irgendwas anderes runterklemmen. Und die sind mit 30 Minuten anscheinend ganz zufrieden, zum Beispiel. Sind denn auch Türen geplant, wenn es mal so richtig schön schlechtes Wetter gibt? Also wie gesagt, wir reden jetzt natürlich auch über die Akkus, die wir jetzt haben, über den Prototyp, der da steht. Im Endeffekt, das, was wir dann auf den Markt bringen, soll schon auch ein Gerät sein, das allgemein einsetzbar ist, und da ist mit Sicherheit auch Türen geplant. Witzigerweise gibt es so einen gewissen Unterschied zwischen Gewicht und Aufrüstgewicht. Das heißt, teilweise wird so ein Gerät ohne Türen zugelassen und dann tue ich als Zusatzgewicht das 2 Türen reinhängen und noch ein iPad und dann darf ich nur noch allein fliegen oder meine Freundin muss 20 Kilo wiegen. Also das sind so die Wege, die man da gehen muss, leider wegen dieser Gewichts, aber Türen klar. Türen sind auch gesetzt. Logisch. Was habt ihr denn an Leistungsdaten von den Motorreglern oder von den einzelnen Motoren? Was ziehen die so für eine Leistung in Ampere oder was fällt da? Also die Gesamtleistung habt ihr ja genannt, aber mich interessiert nochmal, was verbraucht denn jetzt so ein Motor im Einzelnen oder wie dick sind eure Motorregler, die ihr da dran habt? Na, das ist ganz interessant, weil das Luftfahrtbundesamt sehr früh gesagt hat, also man muss ein bisschen die Philosophie vom Ultraleicht verstehen. Ultraleicht bedeutet, oder sage ich es andersrum, in der kommerziellen Luftfahrt darf nur ein zertifizierter Luftfahrtbetrieb die Wartung vornehmen. Da darf also niemand dran fassen, der nicht die entsprechende Ausbildung hat. Und der Gedanke vom Ultraleicht ist, dass der Eigner, dem das gehört, das Gerät selber daran rumschrauben darf. Das heißt, das Luftfahrtbundesamt hat uns am Anfang gesagt, wenn ihr da mit Strom fliegt, dann bleibt doch bitte, bitte unterhalb von 60 Volt. Denn das ist Schutzkleinspannung, da darf noch jeder dran fassen. Das haben wir auch bislang so eingehalten. Jetzt kann man sich natürlich denken, dass, jetzt gehe ich mal, sage ich mal, 60 Kilowatt, also es sind eigentlich 50, aber sagen wir mal 60 Kilowatt, das wären also 1000 Ampere. Die verteilen sich aber natürlich auf 18 Antriebe. Das heißt, ich habe pro Antrieb sind es ungefähr, ich glaube, im Schwebezustand 2,7 kW so etwa. Bei 60 Volt, was kommt da raus? Ich bin die Marketingmaschine. 50 Ampere oder so? Also stimmt das? Ja, sag ja doch, 50 Ampere so. Allerdings geht die Spannung ja ziemlich runter dann im Verlauf des Fluges. Das heißt, wir enden da so bei unterhalb von 50 Volt, vielleicht 47 so in der Ecke. Also da geht der Strom dann nochmal rauf und vor allem in bestimmten Flugmanövern, also sagen wir mal so zwischen 50 und 100 Ampere so etwa. Die Motorcontroller, da haben wir am Anfang uns auch sehr umgeschaut, denn was es da so gibt in der Industrie, das sind solche Klumpen. Ja, die wiegen 10 Kilo. Das können wir natürlich überhaupt nicht brauchen. Dazu kommt, dass die meisten, sag ich mal, einfacheren Motorregler, Umrichter, die sind sogenannt blockkommutiert. Also das ist ein relativ einfaches Verfahren. Deswegen pfeifen die auch alle so. Ein besseres Verfahren ist, wenn man das feldorientiert. Also da kommt praktisch so ein Art Sinus raus. Und dann hört auch dieses Pfeifen auf. Also das ist auch, bei uns hört man gar nichts pfeifen. Da haben wir aber zusammen mit Partnern in München eben, die hatten schon einen eigenen feldorientierten Regler für ihre kleinen Geräte und haben dann sozusagen eine große Leistungselektronik davor gebaut. Das Ding wiegt 100 Gramm. Also der Motorcontroller wiegt 100 Gramm.
Wir waren beim ersten Flug in der DEMA-Arena hier, hatten wir noch andere Motorcontroller von, sag mal, Sinus-Leistungssteller heißen die. Das waren die einzigen, die Motorcontroller Sinus-kumuliert eigentlich angeboten haben in der Leistungsklasse. Und da hat einer, glaube ich, damals fast ein Kilo gewogen oder was. Also wir sind durch Eigenentwicklung haben wir da auch in dem Bereich massivs Gewicht eingespart. Ich meine, dann mal 18. Man will insgesamt nur 450 Kilo wiegen mit zwei Personen. Also das Gewicht mal maßgeblich. Und da muss man halt an jeder Stelle, also wie gesagt, jede Stelle vom Volocopter ist eigenentwickelt. Da ist nicht irgendwie noch irgendwas aus der Schublade. Klar, ein Prozessor natürlich nicht, aber und ein Sensor. Aber ansonsten muss man da halt überall massivst auf dem Gewicht gucken. Und wir haben auch wirklich mit großen Unternehmen, die jetzt wirklich für Aerospace solche Motorcontroller auch entwickeln, die haben uns nicht geglaubt, dass wir das Ding, also 80 Gramm wiegt der ohne Gehäuse und ohne diese optischen Anschlüsse, dass wir das realisiert haben, das haben die uns nicht geglaubt und das Ding wird in einem Bereich, wo wir noch nicht mal richtig kühlen müssen. Also die anderen haben dann auch gleich noch eine Kühleinheit dabei und. Also das ist schon auch, wie gesagt, da arbeiten wir schon ganz auf höchstem Niveau, was das betrifft. War jetzt alles beantwortet? Ich hoffe. Okay. Wo dürft ihr fliegen und hat die geplante Regelung für Luftfahrt also im sag mal Quadrocopter-Bereich oder im Hobbybereich etwas auch mit euch zu tun? Also einerseits dürfen wir wie ein ganz normales Ultraflugzeug in Deutschland jetzt, also mit diesem Prototyp haben wir eine Gestattung, wir dürfen also überall rumfliegen, wie auch die Ultraleichtflugzeuge. Das heißt, wir dürfen nicht in den kontrollierten Luftraum zum Beispiel vom Flughafen Frankfurt oder auch über Karlsruhe dürfen wir mit 1100 Meter fliegen. In 1200 sind wir schon im Bereich vom Bahn Airpark, aber unter 1200 Meter dürfen wir dann fliegen. Über Städten muss man mindestens 600, also hat man 400 Meter Korridor, wo man fliegen darf. Hat also mit der UAV-Fliegerei gar nichts zu tun. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, jetzt ist ja Intel bei uns mit 13% beteiligt und die Jungs, die halt das verursacht haben, das ist die Firma Ascending Technologies in Greiling, die sind wirklich in jedem Fachgremium, wo es um diese ganzen Thematiken geht, wie kann man das zulassen und so weiter. Und da sind wir natürlich auch, wie gesagt, da wir politisch sehr vernetzt sind, wir arbeiten viel mit der EASA, Workshops EASA und FAA zusammen. Und wie gesagt, die Jungs aus München sind da halt ganz massivst an diesen ganzen Themen zu den Führerschein für Drohnen und was weiß ich, was da alles kommen soll. Also das liest man ja im Moment ständig, dass in diesem unbemannten, also klar, jeder hat so einen kleinen, ich habe auch gerade zum Geburtstag so einen Mini-Quadrocopter geschenkt bekommen, also ist wirklich nur noch so groß. Es passieren halt, weil einfach durch die große Zahl, nicht alle Leute sind vernünftig, die fliegen halt dann doch in Nähe von Flugplätzen rum, was ja streng verboten ist, zum Beispiel. Und da gibt es ja schon in den USA, machen es ja vor, also es wird mit Sicherheit irgendeine Regulierung kommen, da kann man, das wird so sein, ist nicht jeder so glücklich drüber, aber im Moment, oder sage ich es anders, also wir stoßen immer wieder drauf, man darf bemannte Luftfahrt und unbemannte Luftfahrt, selbst wenn es die gleiche Technologie ist, kann man überhaupt nicht in einen Topf werfen. Also die Regularien sind völlig verschieden. Wir haben auch, wir können es ja fernsteuern und das machen wir ja auch, hat man ja gesehen vorhin am Seil. Wir haben auch tatsächlich eine Genehmigung, das auch fernzusteuern in bestimmten Gebieten, also nicht überall natürlich, aber das werden wir jetzt auch tun. Einfach um Risiko rauszunehmen, weil warum soll sich da jemand reinsetzen bei bestimmten Flugmanövern, die noch nie jemand getestet hat, ist ja völlig unsinnig, wenn man es fernsteuern kann. Aber diese, also da muss man, also das ist sehr eingeschränkt. Man kann sich nur, wie gesagt, in bestimmten Gebieten aufhalten, die für andere Luftfahrtgeräte gesperrt sind. Und das ist hier in Baden-Württemberg, sag ich mal, vorsichtig nicht so einfach. In Bayern überhaupt kein Problem. Also wie gesagt, die EASA und die FAA, die arbeiten ja weltweit an diesen neuen Regularien. Und man denkt halt, das sind diese Behörden, die eigentlich gar nichts zulassen. Also die letzten 60 Jahre Luftfahrt ist ja überhaupt keine Entwicklung gewesen. Und die denken gerade komplett um. Das heißt, da gibt es eigene Gremien, die nur, was machen wir mit den Drohnen, wie lassen wir das zu? Und wir haben, wie gesagt, jetzt auch zum Glück gibt es in der EASA, da gibt es eine Roadmap, wie sie die ganzen Gesetzmäßigkeiten ändern. Die wollen in den nächsten Jahren auch eine eigene Multicopter-Klasse für die allgemeine Luftfahrt machen. Das heißt irgendwie für Viersitzer, Sechssitzer und noch mehr. Und das ist natürlich irre, dass solche Geräte noch gar nicht existieren und wir das geschafft haben, in den Workshop die überzeugen, jetzt schon zu planen, wie kann man sowas zulassen. Und
Die denken aber auch alles parallel dazu, dass es später irgendwann auch unbemannt und als Drohne passiert. Also irgendwann wird dann der Schritt kommen, wie beim Autofahren, wenn der Pilot die Macht nicht mehr hat, sondern die Elektronik und die Systeme, ist es sicherer. Und deswegen, wir glauben auch, dass die Leute in Zukunft das Ding gar nicht selber steuern müssen, sondern dass du halt entweder mit dem, sagst, ich will da hin oder was weiß ich was, und nur zum Fun halt mit dem Joystick dann noch ein bisschen rumballern kannst. Aber eigentlich, wenn das von A nach B geflogen wird und wenn dann 30 Stück hintereinander herfliegen oder was weiß ich, dann wird der Pilot da keinen, wird es wahrscheinlich gar keinen Knüppel mehr geben. Ja, wobei, also schon der Begriff Pilot drückt ja aus, dass derjenige spezielle Kenntnisse haben muss. Also wer das mal, oder jeder, der einen Quadrocopter hat, der weiß es ja im Grunde. Also es ist nicht, wirklich nicht besonders schwierig. Vor allem, wenn man drin sitzt, hat man ja nochmal eine ganz andere Sicht. Und man hat einfach auch ein Gefühl dafür, wie sich das bewegt, das Gerät. Es gibt auch ein europäisches Projekt, das hier zwar gerade, wann war das, gestern? Vorgestern war so eine, diese Sendung der Naturwunder in der ARD, wo der Professor Bülthoff da gezeigt wurde, am Max Planck in Tübingen, mit dem sind wir auch ganz eng in Kontakt. Der sagt nämlich schon seit Jahren, das kann eigentlich nur so sein, dass der Verkehr in die dritte Dimension geht, weil auf der Erde, das schaffen wir gar nicht mehr, vor allem in den großen Ballungsräumen, die immer größer werden. Ja, also da, ich glaube, es wird nicht umhin gehen, und im Moment sind wir können es ja selber oft nicht glauben, aber wir sind die Einzigen, wirklich die Einzigen in der Welt, die das können im Moment, elektrisch. Karlsruhe, Karlsruhe, Karlsruhe. Ja, das Mikrofon irgendwie, oder? Ja, also ich hätte noch eine Frage. Das Gehäuse hat jetzt relativ geschlossen ausgesehen. Kann man denn nicht den Fahrtwind, oder ihr habt ja 18 Lüfter quasi, kann man die denn nicht dazu benutzen, auch Komponenten zu kühlen? Klar, genau. Ist ja auch so. Weil die Akkus, die sahen jetzt relativ nah aneinander gebaut aus. Ja, und, also bei den Akkus ist das so ein bisschen schwierig mit der Kühlung. Also da sind im Moment Pouchzellen verbaut. Die kann man, also die ist einfach, die sind weich. Vor allem, wenn die warm werden, sind die sehr weich. Und die zu kühlen ist schwierig. Vor allem müsste man die sehr gleichmäßig kühlen, das ist noch schwieriger. Es gibt ja auch andere Bauformen, zum Beispiel diese Becherzellen. Also die sehen aus wie handelsübliche Rundbatterien. Ein bisschen größer sind die, aber die sind ja auch in einem Tesla und so weiter verbaut, unter anderem. Tesla macht das zum Beispiel so, dass sie das mit Flüssigkeit kühlen, aber Flüssigkeit ist schwer, das können wir nicht. Um in der Luftkühlung das so hinzukriegen, dass das sehr homogen kühlt, ist, wie gesagt, sehr schwierig. Deswegen sagen eigentlich alle Experten, lasst es mal lieber, baut das Ding lieber so, dass ihr es nicht kühlen müsst. Und so ist es hier auch. Der wird natürlich warm in gewisser Weise, weil die Verlustleistung ist einfach immer da. Aber wenn man jetzt zum Beispiel, was der Alex vorhin gesagt hat, über so ein Wechselakkusystem nachdenkt, dann hat man halt einfach mehrere Akkusätze, dann ist immer einer am Fliegen, der nächste wird geladen und insgesamt kann der dann auch runterkühlen über eine gewisse Zeit. Ist generell bei uns ein Ansatz, dass wir einfach immer versuchen, Komplexität zu vermeiden. Und Kühlung bedeutet Komplexität und auch Gewicht. Also wenn möglich, lieber nicht kühlen. Das ist schon richtig. Also da kühlt nichts. Das dauert dann immer eine Nacht, bis der wieder richtig kalt ist. Ist halt Prototyp, aber... Also was da schon kühlt, das ist zum Beispiel der Elektromotor und die Motorcontroller mit einem kleinen Lüfterrad, das mit einfach mitmontiert ist, wird das einfach durchgelüftet und auch gekühlt. Also das wird schon auch zur Kühlung mitbenutzt, aber jetzt nicht für die Akkus. Und auch wenn ich einen Akku zu heiß mache, das heißt, das ist ja irgendwie Energie, die ich umsonst habe, die ich eigentlich gar nicht haben will, Hitze. Deswegen ist es geschickter, ich baue das System so, dass es gar nicht so heiß wird. Dann vergeude ich auch keine Heizenergie. Wenn ich jetzt so ein Ding haben wollte und damit rumfliegen wollte, erstens, was würde ich da jetzt momentan für eine Lizenz brauchen? Muss ich da einen Pilotenschein machen oder einen Helikopterschein? Und zweitens, was müsste ich euch geben? Also uns muss erstmal das Vertrauen geben, ja, und einen Applaus nachher. Nee, das ist die Geschichte, dass wir halt, wie gesagt, hier in Deutschland eine eigene Luftfahrtklasse bekommen in diesem Sportfliegerei. Das heißt, ich muss einen Sportpilotenlizenz machen und die besteht halt zum Teil aus Theorie, wo darf ich reinfliegen, wie navigiere ich und. Und das andere ist halt die Praxisausbildung. Und das ist das, was der Stefan vorhin erzählt hat.
Die Behörde weiß gar nicht, was die Leute trainieren sollen. Die sagen, iPad bedienen oder Daumen rauf, Daumen runter, dass man sich 100, also ich muss im Tragschrauber, muss ich 150 Starts und Landungen üben, ja. Also das mache ich mit dem Volocopter, mache ich das in zwei Akkuladungen, mache ich 150 mal Daumen rauf, Daumen runter, Haken ab für die Ausbildung. Also das ist, da tun die sich schwer. Aber wie gesagt, so eine Ausbildung kostet im ähnlichen Bereich wie dann später ein Auto oder vielleicht ein Tick mehr, aber oder man hat schon einen Pilotenschein im Ultraleichten, dann gibt es eine kleine Umschulung, wo man auf die Technik eingewiesen wird, weil dann weiß man, wie man sich da im Luftverkehr verhält. Das sind ganz normale Regeln und das ist so der erste Weg. Und wie gesagt, was man uns geben muss, wir gehen davon aus, dass man so mit 300.000 Euro am Anfang mit so einem Gerät dabei ist. Ja. Aber wie gesagt, wir gehen nicht davon aus, dass wir da wirklich wahnsinnige Umsätze machen mit Privatleuten, sondern es ist eher zur Validierung der Technik. Also unser Businessmodell steht nicht darauf, jetzt irgendwie dir für 300.000 Euro einzuverkaufen, sondern wir wollen die Technik validieren und später wirklich große Mobilitätssysteme entwickeln. Wobei es natürlich cool ist, Zweisitzer zu bauen und zu verkaufen. Und na gut, aber es ist schon in der Fliegerei eigentlich üblich, dass die Leute Haltergemeinschaften bilden, weil die Geräte ja generell teuer sind. Also auch ein Segelflugzeug kostet ungefähr so viel. Oder halt in Verein gehen und der Verein das Gerät bereitstellt. Gerade die Flugschule hat das Ding, ich mache den Ausbildung, dann gehe ich am Wochenende hin und charter das die Maschine für Flugstunde, was weiß ich, 70 Euro oder sowas. Da fällt mir gerade auf, dass wir unseren, also die Münchner, die Ascending Technologies haben wir ja schon erwähnt, beziehungsweise jetzt Intel. Unser anderer großer Partner ist gar nicht so weit weg, der ist hier in Bruchsal, etwa 20, 25 Kilometer. Das ist die Digi Flugzeugbau, die baut nämlich Segelflugzeuge schon seit langer Zeit. Und ist auch einer der drei größten Segelflugzeugbauer der Welt. Warum? Wie kommt das? Die drei größten sind alle in Deutschland. Denn nach dem Krieg war Motorflug verboten in Deutschland. Und deswegen sind die großen Segelflugzeugbauer nach wie vor alle in Deutschland. Da wurde halt mit deutschem Ingenieurgeist eine Technik entwickelt, die man halt gebraucht hat, weil man im Motor nicht fliegen darf. Und deswegen sind wir da führend in Deutschland. Also immer ganz interessant, wo kommt dann sowas her? Mhm. Ja. Den Flugplatz, den ihr da im Video gesehen habt, das ist der Hausflugplatz sozusagen von DG Flugzeugbau. Ist zwar ein Verein auch, also die fliegen da auch privat sozusagen, aber die machen da eben auch ihre Werksflüge, so wie wir jetzt. Keine Fragen heißt Feierabend? Ah, nee. Die Gulaschsuppe liegt schwer im Magen. Da ist einer ohne Mikrofon. Ja, ja, mach mal. Hurra, ein Schüler von mir. Er hat bei mir Gleitschirmfliegen gelernt. Also die Frage war, ob man anstatt vom Berg zu starten oder mit der Winde sich hochziehen, mit so einem Gerät hochfliegen lassen können und rausspringen mit dem Gleitschirm. Klar kann man, das nennt man Deepak-Start, machen die ganzen Agropiloten aus dem Hubschrauber, aus dem Zeppelin, aus sonst was. Da musst du dich aber erstmal kopfüber nach unten schmeißen, über den Schirm und dann zieht's ihn raus, dann musst du aufgehen. Also da muss man schon richtig gut fliegen können und auch Eier in der Hose haben, weil man springt dann einfach erstmal kopfüber ins Leere und muss sich hoffen, dass der Schirm sich öffnet. Also und der öffnet sich nicht ganz so entspannt wie jetzt ein Fallschirm oder ein Basejumper-Schirm. Also abwegig ist die Idee nicht. Also wir haben, ich kann mich noch erinnern, das allererste Interview, was wir zusammengegeben haben, das war hier im Funkhaus beim SWR da vorne, war der Deutschlandfunk aus Köln, hat da eine Schalte gemacht und da haben wir schon erzählt, dass sich damals schon jemand bei uns gemeldet hat, also das ist jetzt schon 5 Jahre her. Und jetzt gerade auf der Aeromesse in Friedrichshafen, Bodensee, kam wieder jemand aus dem Fallschirmspringerverein oder da war sogar der Vorsitzende vom Fallschirm. Also die wollen das als Fahrstuhl benutzen. Ist ja auch, ja, ist auch gar nicht so abwegig, weil der kann ja auch alleine wieder runterkommen. Und die ja. Also so ein Aufstieg ist ziemlich aufwendig mit so einer Maschine, kostet einen Haufen Geld. Und wenn man das mit dem Volocopter machen kann, rauf, runter, rauf, runter. Ich habe gelesen, dass irgendjemand eine Karte hochhält, wenn die Zeit rum ist, aber ich sehe niemand mit Karte. Ah. Ihr könnt also ihr könnt jetzt in kleinen Gruppen uns fragen. Das heißt, jetzt beenden wir das hier auf der Bühne und wer noch kommen will, kann hier noch dann Fragen beantworten, mal ein paar Fragen.
Und danke für euer spätes Dasein.